Die Erdgasindustrie in Deutschland in Goldgräberstimmung. Bohrungen in vielen tausend Metern Tiefe. Ganz vorn mit dabei der milliardenschwere US-Konzern ExxonMobil. Deutschlandweit wird nach Gas gebohrt, oft gegen den Widerstand der Anwohner, wie hier im niedersächsischen Emsland. Ich habe Angst, dass sie das Recht nehmen können, zu bohren, wo sie wollen und unseren Boden mit Chemikalien zu verseuchen und zu verschmutzen. Auslöser der Angst, eine umstrittene Fördermethode, das sogenannte Fracking. Wasser und giftige Chemikalien werden in den Boden gepresst. So kann Gas aus Zwischenräumen im Gestein herausgedrückt und gefördert werden. Auch die Chemikalien kommen teilweise wieder hoch, zusammen mit giftigen Stoffen aus tiefen Bodenschichten, wie Quecksilber und Benzol. Wir wohnen hier 500 Meter von der Bohrstelle entfernt. Wir haben kleine Kinder und wir möchten natürliche Luft einatmen und nicht eventuell mit Benzol oder Quecksilber oder anderen Chemikalien vergiftete Luft. Misstrauisch wurden die Anwohner vor allem durch Berichte aus den USA. Hier boomt das Fracking und hier häufen sich Alarmmeldungen. So finden Ärzte krebserregende Stoffe sogar im Blut ihrer Patienten. Die Erdgasförderung ganz nah, direkt im Wohngebiet. Selbst aus dem Wasserhahn kommt manchmal ungesundes, explosives Methan. Mit Gasförderung habe das aber nichts zu tun, beteuern die Unternehmen. Trotzdem Grund genug, auch in Deutschland nachzufragen. Im letzten Herbst fragen wir ExxonMobil, sind Vorfälle wie in den USA auch hier möglich? Das Thema Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Wir fördern hier seit 50 Jahren sicher und störungsfrei Erdgas. Und auch die zuständige Kontrollbehörde, das Landesbergamt Niedersachsen, sieht keine Probleme. Es kann nie vollständig ausgeschlossen werden, dass eine Flüssigkeit oder ein Stoff nie in die Umwelt gerät. Aber nach Vorschriften ist alles sehr genau geregelt. Und diese Sachen werden von uns kontrolliert, in der Regel auch eingehalten. Doch nach der Entwarnung bekommen wir einen Tipp von Anwohnern. In Niedersachsen auf einem Exxon-Erdgasfeld hat es offenbar einen Schaden gegeben. Wir beginnen zu recherchieren, stoßen im Dezember auf Arbeiter einer Sanierungsfirma. Was hier genau alles passiert worden ist, wir sollten jetzt hier nur eigentlich abrücken oder beziehungsweise Rückbau. Aber was hier im Sommer die ganze Zeit richtig passiert ist, das war ein anderer Kollege hier. Fotos aus dem Sommer 2010 beweisen, hier wurde aufwendig saniert. Ein weiterer Hinweis auf einen Großunfall, diese grünen Container. Sie werden eingesetzt, um verseuchtes Wasser zu reinigen. Wir finden heraus, eine Leitung war defekt. In ihr wurde giftige Flüssigkeit transportiert. Krebserregendes Benzol und giftiges Quecksilber sind ausgetreten. Wieder fragen wir Exxon an. Jetzt gibt es auf einmal kein Interview mehr. Schriftlich bestätigt Exxon: Neben dem verunreinigten Boden musste im Umfeld der Schadstelle auch eine Reinigung des Grundwassers erfolgen. Wenige Meter neben der Unfallstelle. Hier wurde Benzol im Grundwasser gefunden. 6 Mikrogramm pro Liter. Als Trinkwasser wäre es nicht mehr geeignet gewesen. 6 Mikrogramm Benzol heißt zunächst einmal, dass der Wert der Trinkwasserverordnung um das Sechsfache überschritten ist. Hinzu kommt, dass das Benzol zu den äußerst gefährlichen Verbindungen gehört, weil es nachweislich beim Menschen Krebs erzeugt. Es kann zu einer Leukämie kommen. Exxon hat den Unfall schriftlich eingeräumt. Aber eine Häufung von Auffälligkeiten bei der Erdgasförderung ist in der Vergangenheit nicht feststellbar. Und das Landesbergamt reagierte ähnlich, behandelte den Schaden wie einen Einzelfall. Nach weiteren Pannen auf anderen Gasfeldern wurde nicht gesucht. Die Bergbehörde hat hier total geschlampt. Man hätte die Öffentlichkeit und den Landtag vollständig informieren müssen. Man hätte prüfen müssen, ob auch an anderer Stelle in anderen Gasfeldern ähnliche Probleme mit Leitungen auftauchen. Man hätte prüfen müssen, ob die Anwohner auch gesundheitlich betroffen sind. Und all das hat man hier offensichtlich nicht getan. Was wirklich nur ein Einzelfall? Mitte Februar erhalten wir neue Hinweise. Ein weiteres Erdgasfeld in Niedersachsen. Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Wir entdecken Arbeiter, manche in Schutzanzügen. Können Sie einen Meter zurückgehen? Wir arbeiten hier. Was passiert denn hier genau?
Offenbar hat es weitere Schäden gegeben. Diesmal in Hengstlage in Niedersachsen. Wieder bei ExxonMobil. Und woanders bei einem anderen Erdgasunternehmen. Diese Untersuchung hat das Bergamt veranlasst. Es wird klar, das Misstrauen der Anwohner ist offenbar berechtigt. Die Behörde hat erst nach unseren Recherchen angefangen, weitere Felder zu untersuchen. Sind wir Bürger jetzt halt auch davon betroffen oder nicht? So, das weiß man halt alles nicht, ne? Auch hier wurden giftige Stoffe gefunden. Der Boden muss vermutlich saniert werden. Wieder mal. Ganz offensichtlich handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um ein systemisches Problem, auch in anderen Gasfeldern. Und das hat man überhaupt nicht erkannt. Die Behörde, das Ministerium hat erst in den letzten Wochen überhaupt begriffen, ansatzweise begriffen, mit welcher Dimension des Problems man es hier zu tun hat. Schwere Vorwürfe gegen das Landesbergamt. Doch zu diesem Sachverhalt schweigen die Beamten lieber. Kein Kommentar vor der Kamera. Immerhin, der zuständige Minister drückt sich nicht mehr, gibt ein Interview. Wirtschaftsminister Jörg Bode kritisiert seine eigene Behörde. Die habe zu spät reagiert. Der Zeitraum ist wirklich relativ lang und ich finde auch, dass er zu lang ist. Wir haben deshalb angeordnet, dass es eine externe Überprüfung der Organisationsabläufe im Landesbergamt gibt. Eine externe Überprüfung. Das Vertrauen des Ministers in seine Beamten ist anscheinend schwer beschädigt. Offenbar haben die keinen Überblick, ob es noch weitere Lecks gibt. Edwin Schon wohnt direkt neben einer Bohranlage. Er fürchtet sich jetzt vor dem Gift. Was ich beobachte, ist, dass wir hier mitunter gar keine Luft kriegen, so stinkt das. Deshalb hat er sein Blut untersuchen lassen. Und tatsächlich finden die Ärzte Benzol. Auch dieser Befund ist ein Indiz auf eine neue Benzolquelle, ein neues Leck. Erst nach dieser privaten Untersuchung reagieren die Behörden, suchen nach der Quelle. ExxonMobil teilt uns mit, weitere Schäden seien zwar unwahrscheinlich, ausschließen könne man sie aber nicht. Wir sind echt beunruhigt und ob wir nun hier weiterleben können, ist ja nun die zweite Frage. Erdgasindustrie und Behörden haben Vertrauen verspielt. Erst heißt es, überhaupt kein Schaden, dann nur ein Einzelfall, keine weitere Untersuchung notwendig. Inzwischen ist klar, es gibt weitere Lecks. Die Fehlersuche hat offenbar erst begonnen. Mehr als 3 Jahre nach dem ersten Unfall.